Willkommen zum heutigen Böller-Test. Wir haben die Dumbum F2 Reibkopfknaller. Es sind kleine P1-Böller, 20 Stück in der Packung. Artikelbezeichnung ist PS05D Dumbum F2. Eine NEM-Angabe haben wir auf der anderen Seite. Wir haben hier 4,8 Gramm in P1-Zulassung. Die Packung kostet, ihr seht ja schon, wie klein sie ist anhand von meinen Händen. Die Packung kostet um die 2 bis 3 Euro, je nachdem. Also, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und schauen uns die F2 oder beziehungsweise P1 F2 Sketch Reibkopfknaller, ich kann es nicht aussprechen, Reibkopfknaller an. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir testen jetzt die Dumbum F2 Reibkopfknaller. Die sind in P1 zugelassen. Ja, habe ich euch das, denke ich mal, schon vorgestellt und da würde ich sagen, schauen sie uns mal noch kurz an. Ich glaube, angeschaut haben wir uns ja schon. Ja, sind halt mit einem kleinen Plastefropfen, muss man mal sagen. Und dann würde ich sagen, zünden wir mal ein paar weg. Und dann bilden wir uns mal unsere Meinung über die kleinen Mistviecher. So. Ein bisschen. Also für die Größe sehr gut. Ich muss sagen, da das Paket doch so 2-3 Euro kostet, eigentlich ganz okay. Der letzte für euch. Ja, also von mir gibt es einen Daumen nach oben. Wenn man das bekommt, P1 für jeden erhältlich. Macht's gut, bis zum nächsten Video.